Bonaparte, Monsieur, il faut cuisinier. Ich lese Der junge Koch, Die junge Köchin. Ein Berufsschulbuch ganz ohne Serifenschrift. Warum, weiß kein Mensch. Ich merke es jedes Mal beim Vorlesen. Und ich bin angekommen im Teil Einführung im Kapitel Hygiene bei 2. Lebensmittelinfektionen, Lebensmittelvergiftungen, Food Poisoning, Lesintoxication alimentaire. Und bei 2.5 Schimmel. Die Tätigkeit von Schimmelpilzen kann Lebensmittel verbessern, wie zum Beispiel Käse, wie Camembert oder Roquefort. Meist ist Schimmel aber unerwünscht. Die unerwünschten Schimmelpilze kommen als Sporen in der Luft vor und befallen alle Lebensmittel. Schimmel ist anspruchslos, bevorzugt Backwaren, ungeräucherte Wurstwaren und Obst. Also Schimmel befällt alle Lebensmittel und bevorzugt Backwaren, ungeräucherte Wurstwaren und Obst. Auf den Lebensmitteln wird der Schimmel als Pilzrasen sichtbar. Die Pilzwurzeln, sie werden Myzel genannt, wachsen in den Lebensmitteln. Schimmelpilze bilden Gifte, Toxine. Weil nicht erkennbar ist, wie weit das Pilzgeflecht im Lebensmittel reicht, sind von Schimmel befallene Lebensmittel sorgfältig zu beurteilen, denn Pilzgifte schädigen die Leber. Kühle und trockene Aufbewahrung schützt vor Schimmelbefall. Schimmelige Lebensmittel wegwerfen oder Schimmelstellen großzügig ausschneiden. So, dazu gibt es einen roten Kasten mit einem roten Punkt. Schimmelpilze wachsen auf und in den Lebensmitteln und eine Abbildung Schimmel auf Brot. Da ist das Myzel, die Pilzwurzel dargestellt und die Sporen zur Vermehrung, die werden aber nicht extra benannt. Das sieht auch ziemlich eklig aus. Ich weiß nicht, ob da noch einer Currypulver drauf gestreut hat oder was das Gelbe ist. Naja. Es ist ein Berufsschulbuch ohne Serifenschrift. So. Ja, dann geht es weiter mit Teil 3 im Kapitel Hygiene Schädlingsbekämpfung. Das ist nur eine Seite. Tschüss, bis morgen.